Wir werden jetzt darauf beide reagieren. Wir sind ja beide sehr autofanat und deswegen können wir uns die ganze Situation hier einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, würde ich sagen. Oder machen wir das so, seid ihr bereit? Wenn ihr nicht bereit seid, dann ist mir das auch egal, weil wir werden jetzt darauf schön reagieren. Ich wünsche euch viel Spaß und gucken wir mal hier. Was zum Fick, Nacho? Was war das? Hallo? Boah, die Katze springt erstmal so. Ich weiß, weißt du, was ich. Also, ich mag diese ganzen Leute so, weißt du, aber es gibt ja richtig viele aus dieser Motorradszene. Da gibt es auch so einen anderen, der reagiert immer. Naja, was ich immer ein bisschen komisch finde, so, die behalten es ja, die meisten von diesen Motorrad-Vloggern, die sind ja alle, die haben ja alle einen Helm auf, weil sie nicht gesehen werden wollen und die wollen sich auch nicht zeigen. Davon gibt es richtig viele, keine Ahnung, das ist so ein Trend. Und ich finde es übel, ich finde das mega unangenehm. Da gibt es einen, der reviewt Autos. Keine Ahnung, weiß jemand von euch, wen ich meine? Das gibt so einen Typ, der reviewt Autos und der hat einfach. Der steht vor so einem Auto, reviewt es, die Kamera so ein bisschen weiter weg, halt so normal wie so ein Review, ja. Aber hat diesen Helm auf. Ja, ich hab das letztens gesehen. Dieser Geo irgendwas heißt der. Geo. Ich weiß nicht, wie der heißt. Aber nee, der Autotop, der zeigt. Der hat so eine Helmkamera. Aber der zeigt sich jetzt auch. Ja. Geo, wie heißt der denn? Geo. Ich hab letztens. Na los. Was war denn das für ein Auto? Gear Collector, ja, genau. Der war das. Und ich muss sagen, das ist super unangenehm. Dass er diesen Motorradhelm aufhat. Auf ich meine, dass man sich nicht zeigen will, ist eine Sache, das kann ich natürlich nachvollziehen. Aber dass man einen Motorradhelm aufhat, um ein Autovideo aufzunehmen, das finde ich ganz doll unangenehm. Das ist wirklich sehr befremdlich, möchte ich sagen. Gut. Aber es soll jetzt nicht allgemein Hate dafür sein, aber hier sieht man ja auch schon wieder. Ja, er fährt ja Motorrad, da ist ja ein Motorradhelm noch irgendwo naheliegend, aber Gear Collector fährt halt Autos, Digga. Also ja, das ist schon. Rennfahrerfilm. Man kann sich auch vielleicht irgendwie anders unkenntlich machen. Ja. Zum Beispiel verpixelt. Hallo Freunde, ich bin's. Ich sitze hier auf der Couch, ihr seht richtig, Nacho ist gerade gesprungen wie ein kleines Reh. Ich habe einen Helm auf und sitze auf meiner Couch. Hier liegt ein Söckchen von mir, fragt mich nicht warum. Ich habe jetzt nicht aufgeräumt, nimmst du bitte nicht böse. Ihr wisst alle, was abgeht. Viele warten drauf, viele haben drauf gewartet, Bruder. Ich komme immer nicht darauf klar, wie groß der Unterschied zwischen meinem Aufräumgefühl ist und den anderen. Guck mal, das sieht ja nicht unordentlich aus, weißt du? Nee. Bei ihm liegt eine Socke auf dem Sofa und er so, ey, sorry, dass ich hier nicht aufgeräumt habe. Und da vorne das Katzenfutter, ey, ist mir wirklich unangenehm, es ist echt unordentlich hier. Ich sehe das so oft so. Ey, ich habe jetzt nicht aufgeräumt. Ich komme in die Wohnung rein. Ey, Digga, es ist komplett sauber. Ja. So, es ist so komisch, wie die Verhältnisse sind. So, weißt du, wenn ich bei mir gucke, so, was bei mir sauber ist, dann würden andere wahrscheinlich kotzen. So. Das ist so. Ja, jetzt gerade wegen der Scheiße hier. Das ist schon Müll. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Du kannst übrigens auch aufdrücken, wenn du irgendwas sagen willst. Mich höchstwahrscheinlich in die Insolvenz treiben wird. Aber es ist. Ich habe übrigens dieselben Lampen wie er. Genauso seit 3 Jahren. Keine richtigen Lampen, sondern diese Baulampen, die man schnell ranmacht. Egal, es ist in Ordnung, es ist okay. Lass uns einfach die Zeit genießen, solange ich noch ein bisschen Geld auf dem Konto habe. Okay, also ich habe mich jetzt hier auf die Couch gesetzt, Freunde, weil ich einfach nochmal, bevor ich euch das Auto jetzt gleich zeigen werde, 1-2 Worte sagen. Und ich saß hier wirklich, also ich bin gerade parallel am Videoschnibbeln und ich habe jetzt zum allerersten Mal den Carporn gesehen vom Auto. Und ich saß hier wirklich, also ich habe mir hier auf der Couch angeschaut und ich saß hier wirklich 20 Minuten und habe über mein Leben philosophiert. Ich habe nachgedacht, ich habe versucht zu begreifen, was hier schon wieder passiert. Und Freunde, für die Leute, die mich schon länger verfolgen, Digga. Was passiert hier? Ich kann es nicht verstehen. Könnt ihr es verstehen? Also checkt ihr, was hier gerade geht, Digga. Es ist einfach viel zu surreal gerade, Bruder. Wenn ich mir überlege, vor 3 Jahren, ich hatte kein Cash, Bruder. Ich war ein kleiner Spasti, der noch studiert hat. Ich bin immer noch ein Spasti, der jetzt sein Studium abgebrochen hat. Aber es ist geisteskrank, was alles passiert ist, Bruder. Und bevor ich euch jetzt das Auto zeige, muss ich wirklich, und ich weiß, ihr wollt es nicht mehr, weil ich schon sehr oft gesagt habe, aber Freunde, ich muss euch einfach Danke sagen, weil Digga, ihr seid der Grund, warum ich das hier alles machen kann. Ihr seid der Grund, warum ich hier gerade meinen Traum leben kann. Ihr seid der Grund, warum ich mir so ein gestörtes Auto kaufen kann, Bruder, hätte mir vor 3 Jahren jemand gesagt, dass ich so ein Auto kaufe, hätte ich ihm ins Gesicht gespuckt. Okay, Freunde, ich will es auch gar nicht weiter in die Länge ziehen, weil ich weiß ganz genau, ihr wollt einfach nur das Auto sehen. Freunde, ich danke euch von Herzen. Ich weiß immer noch, warum ich das alles... Ja, Mann, das Wohnzimmer gefällt mir auch so mit dieser offenen Küche. Ich stelle mir das halt nervig... Die Sache ist halt, wenn du wirklich so komische Sachen machst, wo alles vernebelt, vernebelst du halt auch diese ganzen technischen Geräte und sowas. Das ist so das Negative, was ich mir hier vorstelle. Und die ganze Bude stinkt halt nach Essen. Das meine ich. Einerseits sieht es geil aus, aber wenn du da wirklich mal richtig Essen machst, also ich glaube, so eine Küche kannst du haben, wenn du die einfach nicht nutzt. Genau. So, dann kannst du das haben. Aber wenn du so richtig mal, wenn du dir mal hier Fleisch oder sowas machst, das zieht doch überall rein nach einer Zeit. Extrem, ja. Aber an sich, also im Hintergrund, der streamt ja, da müsste ja auch sein PC sein und so für den Streaming-Hintergrund sieht es mega nice aus. Das machen kann, wegen wem ich das machen kann, Bruder, und das halt einfach ihr. Und noch eine Kleinigkeit vielleicht, bevor das Video gleich losgeht, Freunde. Bruder, ich muss aufpassen, dass ich zu emotional werde. Am Anfang, wo ich mir das Auto gekauft habe, Freunde, war ich mir nicht wirklich sicher, ob ich das Auto zahle. Er hat es also gekauft. Er hat nicht gesagt geleased, sondern gekauft. Das ist schon mal wichtig, so, weil viele YouTuber leasen ja einfach.
Oder er hat es einfach sozusagen quasi gesagt, er hat es gekauft, im Sinne von einfach, dass er es jetzt besitzt, aber eigentlich. Aber das ist schon ziemlich im Vordergrund, dass er sagt, dass das gekauft wird. Okay. Dann mal gucken. Ja. Ich bin mal gespannt. Werden wir ja sehen. Nein, ja. Ihr wisst wegen Privatsphäre und so und Leute erkennen dich dann, bla bla bla. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Freunde, was wäre ich denn für ein Bastard, Bruder, wenn ich mir dieses Auto kaufe und die Leute, die mir quasi dieses Auto ermöglicht haben, sehen es dann nicht mal, Bruder. Ich würde mich einfach nicht gut fühlen, sage ich ganz ehrlich. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, Freunde, ich zeige euch das Auto. Es fühlt sich wirklich so an, als würde ich irgendwie morgen aufwachen und ich habe das gar nicht alles und so und das ist einfach alles ein Traum. Es ist crazy, Freunde. Ich halte jetzt die Fresse. Lehnt euch zurück. Emotionales Thema, verstehe ich auch stark, aber finde ich ein bisschen zu viel. Finde ich ein bisschen, ich verstehe das so, ich habe auch dieses Dankbarkeitsgefühl, habe ich auch so. Ich weiß ja, dass ich viele Dinge ohne euch gar nicht machen könnte. Fängt schon damit an, dass ich ja diese Wohnung gar nicht hätte. Ich würde wahrscheinlich immer noch bei Mama wohnen oder keine Ahnung, wo ich wohnen würde, weil ich war eh schon im Stress mit meiner Mutter, wo ich noch da gewohnt habe. So, keine Ahnung. Ich bin euch natürlich auch für das meiste Zeug bin ich euch mega dankbar, weil ich finde das gerade ein bisschen zu viel für mich gerade. Segeliel, Dankeschön für deinen Euro. Thank you very much. Genießt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich zeige dann alles ausführlich, Bruder. Ich werde jeden Winkel dieses Autos filmen und drüber reden. Ich weiß auch nicht wirklich, wie ich euch das, also wie ich mich dafür bedanken kann, Bruder. Das ist einfach so krank. Okay, freu dich halt die Fresse. Viel Spaß mit dem Video. Schon interessant. So ein typisches Carporn-Lied, oder? Das wird so oft genutzt für dieses Autozeug. Ich finde, muss ich sagen, schade, dass du das Auto direkt im Voll gesehen hast. Ich finde es schöner bei Carporn. Wenn er so angefangen hätte mit den Felgen zum und Beispiel Felgen, Spoiler, ja. Heckleuchten. So, aber so ist es halt so. Ja, aber ich fand es halt auch interessant, also aus der YouTuber-Sicht, dass er einfach das direkt im Thumbnail schon drin hatte. Ich dachte, dass er einfach irgendwas anderes rein editiert hat und letztendlich war es das gar nicht. Das ist eigentlich nice, weil so ist es kein Clickbait. Hör mal, das ist jetzt wirklich. Ich gucke meine Insta-Stories durch, aber mach nicht dieses mit dem Geld. Wirklich, danke schon für die 3 Euro, aber hör auf so mit Aufmerksamkeit durch Geld. Das macht dich nicht beliebt. Ruf nur ein GT3. Schwierig. Genau. Ja. Ist schon außergewöhnlich, muss man sagen. Sieht man jetzt, also so generell jetzt Porsche, da kenne ich glaube ich jetzt nur Luca fährt noch ein. Felix von der Laden ist ja auch mal einen gefahren eine Zeit lang. So, aber ist schon außergewöhnlicher. So. Das gefällt mir schon mal, weil die meisten, die holen sich halt immer Benzer wegen VIP-Leasing, was jetzt wahrscheinlich auch schwieriger wird, weil die ja alle beenden, diese ganzen VIP-Leasings. Ich glaube, jetzt bekommen wirklich nur noch richtige VIPs, die VIP-Leasings. So, ich glaube, man hat das auch erst ab 1 Million durfte man das anfragen. Ja, die sind so da sehr, keine Ahnung, sehr streng geworden auch so. Ist aber auch richtig so, weil das wurde zu inflationär, wurde das einfach verteilt. Auf einmal hatte jeder YouTube-Hansel, guck mal hier, mein C63S, Alter. Und das hat schon ein komisches Bild, glaube ich. Das ist völlig nach hinten losgegangen, ja, so, weißt du, wenn man das überlegt. Das hat Überhand genommen auch einfach. Gerade diese ganze junge Zuschauerschaft, das hat ja gar nicht mehr, wenn du jetzt so an AMGs und sowas denkst, das hat ja gar nicht mehr so dieses Prestigegefühl, sondern du denkst, Alter, so YouTuber-mäßig, YouTuber-Automäßig. So. Weißt du, da sitzt irgend so ein 25-jähriger Jungpimmel sitzt da in diesem ganz Auto. Ganz besonders drin, beim CLA, finde ich, ist es so. Wenn ja, CLA 35, 45 der ist ja ganz so krass schlimm. In Verruf. Das ist ganz schlimm, Alter. Das ist ganz komisch. Obwohl es ja auch ein schönes Auto ist, aber einfach dieses Feeling, wenn man dieses Auto sieht, das ist schon. Ja, ist echt so. Ich glaube, das ist einfach komplett nach hinten losgegangen für Mercedes, denke ich mal. Das so einfach auch. So statementmäßig, so was sie von der Außenwirkung haben. Ja. Kann ich weiter? Ja. Hey, hope I find the truth while I'm alive. Before I fucking die, before I say goodbyes. Before they tell me all the shit I did was just a motherfucking life. Hey, hey. Smoke work every day. Writing down my feelings cause it makes me feel okay. Hat der ein Saison, ist das ein Saisonkennzeichen? Das ist ein Überführungskennzeichen. Ach so, okay. So ein 3-Tages-Kennzeichen. Okay. Hey.
War das der echte Sound oder war das einfach eingefügt? Tatsächlich wird das der echte Sound sein, ja. Weißt du, was mir immer, was ich immer unangenehm finde in Filmen oder sowas, wenn man denn so GLE oder sowas sieht, man offensichtlich sieht, dass es ein Diesel ist und die dann so und du siehst halt das Auto, das ist ein Diesel, weißt du, ja. So, und die fühlen dann da so diesen V8-Sound ein. Ich finde das übel unangenehm, wenn man die Autos kennt und weiß, wie die sich anhören. Das stimmt. Einfach Stream aus. Alter, falsche Taste. They say that they kill us. They just pussy niggas. We running down your villas. No, they probably looking. Looking. That's probably what they took in. Muss mal ganz kurz, ich bin jetzt nicht so in diesem GT3 ganz so firm, wie das klangmäßig ist, aber ich möchte sagen, könnt ihr mir auch vorstellen, dass es nicht mehr die originale Abgasanlage ist, wenn das wirklich gerade der Klang war, weil Porsche ist eigentlich so auf Understatement, auch ein GT3, klar, der ist natürlich mit dem Spoiler und so, da hast du jetzt vielleicht nicht mehr ganz so dieses Understatement, aber der Sound war schon, Nee, auf gar keinen Fall, Alter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Original-Sound ist. Also wenn, dann auf jeden Fall krass, muss ich ehrlich sagen. Also wenn aber, das Porsche ab Werk so gemacht hat, dann... Aber feiere ich. Ja. Aber finde ich interessant. Absolut. Es ist mal was völlig anderes. So. Aber ich feiere das. Ja, so, absolut. Gönn ich ihn. Bitch, I don't like you, what you talk about a bitch. What you think about a motherfucking bitch. Bitch, you look like a motherfucking bitch. And when I talk about bitches, I don't like it.